und willkommen zurück bei einem neuen Video. Ja, was ist in letzter Zeit passiert? Ich bin da losgefahren, wo die ganzen Hunde waren. Dann waren wir nochmal an heißen Quellen, an den wohl bekanntesten von Griechenland, die Thermopylen. War auch wunderschön, schönes Wasser auf jeden Fall. Sehr schön heiß wieder, aber das war mir einfach zu touristisch, muss ich ehrlich zugeben. Also das hat mir da nicht gefallen. Da stand Camper an Camper und die haben da probiert, Zeug zu verkaufen und das komplette Wasser saß voll. Ich habe dann zwischen den zwei Hotspots, sage ich mal, eine ruhige Stelle gefunden. Da habe ich mich dann nochmal eine Weile reingepflanzt und sind wir aber gleich weitergefahren. Ja, und jetzt haben wir uns richtig weit einen Berg hochgeschraubt. Wir sind jetzt auf 1400 Meter Höhe. Jetzt haben wir für die Nacht den wunderschönen Stellplatz hier. Weit oben in Bergen, mitten im Nirgendwo, neben einer Kapelle. Ja, das ist der Parnassus Nationalpark, nennt sich das hier. Und wir werden jetzt noch mal eine Weile spazieren gehen und morgen wollen wir uns dann hier eine Höhle anschauen. So, wir sind zurück von unserer kleinen Wanderung. War cool, 6 Kilometer hier ein bisschen durch den Wald spaziert. Und jetzt mache ich noch eine kleine Reparatur am Bus, weil ich bin vorhin wohin geblieben an dem Ast. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Der hat sich zur Leiter drin verfangen und hat das jetzt nach außen gebogen. Und das sieht nicht nur scheiße aus, sondern macht jetzt auch noch übelste Geräusche beim Fahren. Problem dabei ist halt, wenn ich jetzt einfach nur davor drücke, dann geht es ja sofort wieder weg. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, die Schraube hier locker zu machen. Dann genau unter die Schraube an der Stelle unter das Blech was drunter machen. Dann in die andere Richtung biegen quasi. Und dann wieder mit der Schraube ranziehen. Ich denke, so müsste es funktionieren. Ja, das war zum Glück überhaupt kein Problem. Jetzt liegt es wieder gut an. Und macht auch hoffentlich keine Geräusche mehr. Genau, damit verabschieden wir uns auch für heute. Machen uns jetzt hier noch einen gemütlichen Abend, ein bisschen Film gucken und sowas. Kochen. Und dann geht's morgen weiter. Willst du noch was sagen? Moin. So, wir sind wieder unterwegs. Die letzte Nacht, muss ich sagen, war wirklich absolut spitze. Also richtig geil. Die letzten Tage oder Nächte hatten wir immer irgendwelche Nebengeräusche. Und da war jetzt wirklich absolute Stille. Also gar kein Geräusch. War auch windstill. Und übelster Sternhimmel, war auch richtig krass, weil da oben ist natürlich überhaupt keine Lichtverschmutzung. Ja, es war ziemlich kalt, auf 1400 Meter Höhe hatten wir minus 5 Grad die Nacht, jetzt sind es immer noch minus 2. Aber ja, dadurch ging die Standheizung nicht immer an und aus, sondern lief halt durch, aber war wirklich einfach nur geil. Hat richtig Spaß gemacht, abends noch Film geschaut und jetzt sind wir schön ausgeschlafen, ich zumindest, ich hoffe mal Pauli auch. Jetzt haben wir hier uns eine 10 Kilometer Wanderung vorgenommen, wo in der Mitte auch eine Höhle sein soll. Mal gucken. Das müsste der Liakura sein. Der ist mit 2500 Metern der höchste Berg vom Parnassgebirge, wo wir quasi gerade unterwegs sind. Sind wir dann wohl. Stirnlampe habe ich eingepackt und schauen wir da mal rein. Kann losgehen. Ich habe keine Ahnung, ob das rüberkommt, wie riesig das ist. Aber es ist echt krass. Ich glaube, da geht es noch weiter da oben.
hier noch ein paar Spuren hin. Geht sogar ein Seil hoch. Aber das wird dann auf jeden Fall nichts mehr mit Pauli. Ja, für mich ist jetzt die Endstation. Erstens will ich das nicht allein machen und zweitens sitzt Pauli noch da unten. Aber mega krass, Alter. Hier wieder runter wird jetzt auch erstmal lustig. Pauli, ich bin auf dem Rückweg. Bleib schön. Komm, gell? Okay. Hast du denn gewartet? Bist ein guter, gell? Okay. Hast mich ja die ganze Zeit gesehen. Ja, dieser Raum hier, der ist so riesig. So, wir sitzen jetzt hier noch vor der Höhle und irgendwie findet man im Internet überhaupt nichts darüber raus. Also ich habe jetzt rausgefunden, wie die heißt. Ich blende es mal hier ein, weil ich versuche es gar nicht auszusprechen. Die soll auch echt extrem tief sein. Hier der erste Raum jetzt, habe ich rausgefunden, der ist 60 Meter breit und 50 Meter hoch. Dass ihr da mal ein paar Dimensionen habt, also das ist riesig. Dann soll halt ein schmaler Tunnel kommen, dann nochmal ein größerer Raum und dann kommt noch ein endlos langer schmaler Tunnel. Aber ich genaue Daten, ich finde es einfach nicht raus. Keine Ahnung. Würde mich echt mal interessieren, aber absolut beeindruckend. Wirklich. Also hätte ich nie gedacht. Ich habe das halt so ganz zufällig mitgekriegt in der App Komoot, dass es hier eine Wanderung gibt und dass da in der Mitte ungefähr eine Höhle kommen soll. Ah, ich habe mir da vorgestellt, dass da 3-4 Schritte reingehst und dann ist Schluss. Aber heftig. Aber auch gefährlich. Deswegen bin ich dann rumgedreht. Also sowieso wegen Pauli. Dem hat das sowieso nicht so ganz so gut gefallen und dann saß er da allein in der Höhle. Aber er hat mich die ganze Zeit gesehen. Aber es war auch echt saurutschig und sich da an irgendwelchen Seilen die Wände hochzuziehen, die da irgendwelche Leute festgemacht haben, ohne sich halt vorher angucken zu können, wie und wo die festgemacht sind. Das ist, war nicht so meins. Und ja, also zu zweit sehr gern und ohne Hund hätte ich mir echt gern angeguckt, wie weit das noch geht. Stirnlampe hatte ich dabei. So habe ich mir halt den ersten großen Raum angucken können. Dann ein bisschen geklettert und konnte schon mal in den nächsten tiefen Tunnel reinleuchten. Aber krass, echt. Das war echt ein geiles Erlebnis. Und mich ärgert es halt ein bisschen, dass man da wirklich nichts zu rausfindet im Internet. Mich interessiert das immer mega, wie tief die denn letztendlich ist. Zur griechischen Mythologie findest du da extrem viel raus. Angeblich wohnen da Nymphen drin, die aussehen wie die schönsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Und die locken angeblich die Männer da rein. Und dann kommt man da nie wieder raus. Hab ja nochmal Glück gehabt. Aber ja, wie gesagt, die anderen Fakten hätten mich eigentlich noch mehr interessiert. Aber trotzdem, mega geil, das einfach mal gesehen zu haben. Ich wäre auch gern wirklich noch weiter rein, aber das ging wie gesagt nicht. Jetzt laufen wir zurück zum Bus. Dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein Delphi halten. Und dann geht es aber wieder zurück ans Meer. Und damit kommen 10 Kilometer Wanderung wieder zu einem Ende. War wirklich geil. Und Pauli hat mega gut mit durchgezogen. Er hatte manchmal Probleme mit Arthrose in seiner linken Schulter. Aber heute kein Problem gehabt. Nicht mal ein bisschen gehumpelt.
Leute, ich fahre weiter. Das ist, nee, das sind nicht die Gründe, warum ich hergekommen bin. Also so Massenabfertigung und dann findest du da keinen Parkplatz und musst da halt einen Eintritt bezahlen und drückst dich da mit 100 anderen Menschen rum. Wenn du bei Park for Night liest, steht schon wieder drin, dass sie die Busse aufgebrochen haben, während sie da das Orakel besucht haben. Das Orakel von Delphi. Und nee, das ist einfach nichts für mich. Da, ich war jetzt wahrscheinlich auch relativ spät dran, weil ich halt erst die Wanderung zur Höhle gemacht hatte. Das war halt mega geil. Da war ich ganz allein. Hab wirklich gar keinen dort gesehen. Und finde ich sowieso viel geiler als jetzt so ein Orakel. Keine Ahnung. Hat sicherlich auch was, aber ja, ist nicht meine Welt. Und nee, das tue ich mir nicht an. Da fahre ich jetzt einfach weiter. Schau mir noch mal ein paar Fotos von dem Orakel an, wenn ich das will. Und dann ist gut. Wir sind hier ins Straucheln gerätzt. Dann wird's lustig. Da oben war ich drinnen. Und hier ist das Wetter jetzt wieder deutlich besser. Da unten will ich stehen. Es sind nur noch ein paar Arbeiten notwendig. Aber eigentlich müsste das funktionieren, hier runter zu fahren. Dann da unten stehen. Das wäre doch geil. Es geht wirklich wie mit der Heckenschere. Einfach hier durch. Schneller als jede Astschere auf jeden Fall. Das ist immer nur an unserem neuen Platz. Ja, hier runterfahren ist ein bisschen abenteuerlich, ist ganz schön gerutscht beim Bremsen, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir hier auch wieder rauskommen. Auch die Herfahrt hierher war wirklich geil, also extrem abwechslungsreich. Innerhalb von 20 Minuten Temperaturunterschied von 15 Grad hat man. Hier sind es jetzt wieder 15, oben in Bergen war es mal kurzzeitig 0 und schlechte Sicht und Schnee. Da habe ich kurz wieder Bulgarien-Flashbacks bekommen, aber ja. Richtig geil hier. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen auslassen hier. Ab morgen muss ich auch wieder arbeiten, ist ja wieder Montag. Und ja, vielleicht bleiben wir sogar die ganze Woche hier. Mal gucken. Ab morgen soll das Wetter auch wieder besser werden. Jetzt ist gerade ein bisschen windig und bewölkt. Aber ja, auf jeden Fall happy mit dem Platz. Moin, ich genieße die Zeit an dem Platz gerade echt in vollen Zügen. Ich nutze das wirklich mal zum richtig runterkommen, also ich bleibe jetzt auch echt eine ganze Weile. Dadurch habe ich natürlich auch Zeit, wenn ich nicht so viel rumfahre, andere Dinge zu machen. Und da habe ich mir jetzt mal was vorgenommen. Und zwar war das bei den Solarplatten damals auch so eine Schnell-Schnell-Aktion. Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Und direkt danach ist mir schon aufgefallen, dass man die Winkel hätte eigentlich drehen können. Also so war das jetzt montiert. Und ich werde jetzt mal alle Winkel locker schrauben und das so rummontieren. Weil da sind die viel flacher und sieht viel schöner aus, bisschen geschützter. Weniger Windwiderstand. Ich denke, das ist eine gute Sache. Und jetzt habe ich die Zeit dazu. Genau. Job done. Geil. Viel besser.
war einfach nur geil. Nee, bin ich vielleicht so wie so ein kleines Kind, aber ich könnte das den ganzen Tag machen. Bin ich ehrlich. Mich fasziniert, dass ich die Steine da am Berg runterrollen. Ja, Pauli und ich, wir laufen jetzt hier 5 Kilometer ins nächste Dorf. Da ist ein kleiner Supermarkt. Da eigentlich hätte man nicht hingemusst, aber halt einfach um auch mal ein bisschen hier vorerst von der Gegend gesehen zu haben, bietet sich halt an. Und da kann ich noch ein paar Kleinigkeiten holen, wie ein bisschen was zu trinken und ja, Kleinigkeiten zu essen. Genau, da sind wir jetzt also knapp 10 Kilometer unterwegs. Ansonsten der Platz wirklich einmalig. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen schönen Platz hatte. Ich hatte einmal vor 2 Jahren auf Elba, auf der Insel, da hatte ich auch so einen Strandplatz zwischen Bergen für mich ganz allein. Aber das ist schon wirklich heftig. Also die Inseln da auf dem Wasser, dann hat man türkises Wasser. Das Internet ist richtig gut. Ich weiß, das hatte ich beim letzten Platz schon gesagt, aber das ist jetzt noch mal krasser. Also das ist eigentlich wie daheim. Ich merke keinen Unterschied. Ich kann da ganz normal arbeiten. Also da bleibe ich jetzt auf jeden Fall. Das Wetter ist jetzt aktuell echt eher so durchwachsen, muss ich sagen. Also durch den Wind ist es auch recht frisch so. Meistens bewölkt, aber ab morgen, spätestens übermorgen, soll es richtig gut werden. Und in 3 Tagen ist sogar sauwarm angesagt. Da stehen auf einmal 20 Grad drin und gar keine Wolken mehr. Da bin ich mal gespannt, das klingt auf jeden Fall gut. Das will ich auf jeden Fall noch an dem Platz erleben. Ganz da hinten auf der Ecke stehen wir. Also das ganze Dorf ist wirklich wie ausgestorben. Ich habe noch keinen einzigen Menschen hier gesehen. Noch nicht mal ein Auto, irgendwas. Und Supermarkt sah auch aus wie zu. Aber, weil es hat kein Licht gebrannt, gar nichts. Aber die Schiebetür ging auf und stand so ein alter Grieche an der Kasse und hat mich da einkaufen lassen. Ich war wirklich der Einzige da drin. Ein paar Kleinigkeiten geholt, wie gesagt. Und ja, ganz witzig, wie gesagt, nicht mal Licht angehabt. Wahrscheinlich um Strom zu sparen oder was. Aber naja, da habe ich das so ein kleines bisschen unterstützt mit meinem Einkauf. Und ja, jetzt laufen wir zurück. Gonna be a good day. Just gonna send it. Der Grund, warum ich Schuhe anhabe, ist übrigens, weil hier alles, war wirklich alles voll ist mit Seen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum es hier am geilsten ist, wenn man einfach reinspringt. Da muss man zumindest da nicht aufpassen, sondern nur beim Rausgehen. Ganz einfach geil, da ist es direkt weg mit dem Reingehen. Mega. Servus Leute, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hier anfangen soll an dem Platz. Also ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen Platz so sehr genossen habe wie den hier. Ich war jetzt knapp eine Woche hier, also heute ist Freitag, Sonntag war ich hergekommen. Morgen fahre ich dann weiter. Ja, ich habe das halt wirklich mal so richtig genutzt, um mal so richtig anzukommen. Einfach mal an einem Platz bleiben und die Gegend so richtig zu genießen. Wir haben uns wirklich das hier alles angeschaut, was im Umkreis ist. Wir sind in alle Richtungen spaziert. Waren jeden Tag im Wasser gewesen. Jetzt ist noch seit 2-3 Tagen das Wetter absolut perfekt, also es könnte nicht besser sein. Es sind gefühlt 20, 25 Grad. Laut Thermometer sind es 18 heute. Es ist halt absolut windstill und man friert wirklich kein bisschen, wenn man sich hier mal in die Sonne legt. Ja, also wirklich, es könnte hier nicht besser sein. Und
ich habe hier tatsächlich auch coole Leute kennengelernt. Man denkt es nicht, weil es ja wirklich so eine Sackgasse ist, mitten im Nirgendwo. Ein langer Schotterweg führt hierher. Und dennoch waren Lara und Kai hier, auch mit dem Bus. Die waren sogar schon vor mir da, die standen hier quasi in der Bucht weiter. Und mit denen bin ich gestern ins Gespräch gekommen und das sind wirklich richtig coole Leute, muss ich sagen. Also die sind selbstständig im Bereich Copywriting, sind jetzt seit 2 Jahren Vollzeit im Bus unterwegs, haben ihren Firmensitz in Amerika, um halt Steuervorteile genießen zu können. Und ja, wir waren einfach sofort auf einer Wellenlänge. Das hat von Anfang an gut funktioniert. Die mussten heute aber weiterfahren, weil denn ihr Wasser leer war. Und wir haben uns jetzt aber ausgemacht, dass wir uns morgen dann auf einem anderen Platz wieder treffen, weil ich ja morgen auch weiter will. Ich muss dann auch mal wieder einkaufen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ansonsten, wie gesagt, ich konnte hier perfekt arbeiten. Das Internet ist gefühlt schneller als zu Hause. Auch das kann ich mir nicht erklären an so einem Ort. Aber ist ja schön, wenn es so ist. Also es gab wirklich keine Nachteile hier. Aber nichtsdestotrotz, mir ist natürlich auch immer bewusst, dass das nicht normal ist, dass das alles mal so richtig gut läuft wie jetzt gerade. Nach jedem Hoch kann auch wieder ein Tief kommen. Und ja, das halte ich mir halt immer vor Augen und umso mehr kann ich das genießen. Ich denke, es ist diesmal ein bisschen länger geworden, das Video. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Überblick verloren beim Film. Ich werde es dann sehen, wenn ich es zusammenschnippe. Ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.